Und Sie sind festgenommen worden von wem? Von Spetsnaz SBU. Also Geheimdienst. Das ist, wie sagt man das? Eine Spezialeinheit des Geheimdienstes. So wie Spezialeinheit BND zum Beispiel, ne, in Deutschland. So zum Vergleich. Mhm. Und was wurde Ihnen vorgeworfen? Terrorismus. Das sind Kalaschnikows. Das sind Handgranaten. Das sind Minen. Das sind ja, wie heißt das? Faustpatronen, ne? Für die schwere Technik. Panzerfäuste, ja. Also jede Menge. Und Sie kämpfen gegen die Kiewer Regierung, aber auch gegen die regionalen Machthaber hier. Ich werde kämpfen. Im Moment ist das noch kein Kampf. Aber ich werde kämpfen. Gegen wen? Gegen allen, die versuchen, uns zu unterdrücken hier. Aber momentan ist aber das fair? Das Ziel ist anderes. Dass die Leute anfangen, frei zu leben. Und die Gesetze werden befolgt hier, die halt die Leute schreiben. Ne? Und die Gesetze, was man in Kiew jetzt schreibt, also das sind keine Gesetze, das sind menschenunwürdige Verhältnisse, was da herrscht.